Und damit willkommen zurück bei Among the Sleep. In der letzten Folge sind wir in diese Traum-Zwischenwelt, wie auch immer, gerutscht. Wir haben schon zwei Eulen gefunden und suchen jetzt noch vier weitere, damit wir hier ein Gegengewicht haben, um auf den Turm zu kommen. Denn von dem Turm aus können wir da hinten in diese, ja, Erinnerungssequenz oder so. Wir hatten das schon mal gesehen beim Kellerabteil. Dann wir diesen weißen Nebel mit schwebenden Gegenständen gesehen. Ja, und das ist jetzt auf jeden Fall Ziel. Ich hoffe, dass wir hier in dieser Zwischenwelt sicher sind vor unseren Häschern. Also vor dem gruseligen Viech, was uns eventuell versucht zu packen. Da bewegt sich was. Nee, okay, ist nur ein schwebendes irgendwas. Na gut, okay. Dann, ja, gehen wir mal hier so weiter. Sieht so ein bisschen spielplatzmäßig aus. Siehst du mal, gleich den richtigen Riecher gehabt. Direkt erstmal Teddy gepackt. Oh Gott. Hat uns das Monster jetzt befreit? Das ganze Licht ist weg. Super Idee. Wahrscheinlich war das hier vorher tatsächlich zu. Man musste erstmal da rein, um diese Situation auszulösen. War schon ein bisschen gruselig, ne? Klappt und dann sind wir da eingesperrt in diesem ollen Kabuff. Draußen poltert's. Wenn irgendwie fiese Geräusche hört und dann unten das automatische Speichersymbol kommt, dann denkt man gleich, oh Gott. Wir sind dran. Ich halte mich erstmal immer schön am Rand. Dann kreisen wir das sozusagen ein. Okay, ist verriegelt. Okay, ich hätte gedacht, das wäre irgendwie so ein unterirdischer Eingang. Eine Zeichnung, was ist da drauf? Ich sehe das nicht. Wenn wir Teddy wegpacken, sehen wir noch weniger. Das ist auch doof. Ich kann es nicht so richtig identifizieren. Sieht aus wie ein blaues Männchen, was hält. Und blau sind, das müssten ja wohl wir sein. Ich habe im Übrigen gesehen, man kann in den Einstellungen auch den Pyjama ändern. Aber das habe ich jetzt für nicht so notwendig erachtet. Denn so blau mit Sternchen drauf finde ich super. Das passt doch prima zum Pyjama-Style. Weiß ehrlich gesagt nicht, wo es schlau ist, lang zu gehen. Eigentlich möchte ich nirgendwo lang gehen. Also gut, da hinten sind wir gewesen. Da ist diese verschlossene Klappe. Ach, können wir da lang?
mal an. So, können wir vielleicht sogar hochklettern. Bessere Aussicht. Nicht wirklich. Schon wieder den Herzschlag. Runterplumpsen ist bestimmt eine super Idee. Ich wollte das eigentlich zumachen, damit da keiner reinfällt. Insbesondere ich nicht. Wo ist mein Teddy? Ist aber auch duster hier. Huch. Hallo. Hast du deine Eulenfreunde irgendwo gesehen? Also ich suche zwar Eulen, aber nicht so eine riesige. Aha. Okay. Das ist schon wieder ein bisschen deutlicher, ne? Blauer Schlafanzug, Teddy an der Hand. Das sind auf jeden Fall wir. So ein bisschen aus, als wenn da so eine rote Gestalt in der dunklen Tür steht. War mir gar nicht aufgefallen, dass hier noch eine ist. Naja, okay. Hier finde ich ja irgendwie. Also einerseits reizt es mich, aber es sieht halt super tief aus. Ich weiß nicht, ob ich Fallschaden bekomme. We're trapped, we're trapped. Oh Gott. Das. Könnte die Tür sein oder so? This place creeps me out. I hope your mother is okay. Ja, das hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass es uns gut geht. Und auch noch längerfristig gut geht. Ja, da ist eine von den Eulen, die wir suchen. Aber will ich drauf gehen? Das bricht doch gleich zusammen bestimmt. Okay, nichts passiert. Sieht auch ein bisschen gruselig aus. Ach, guck an. Nächste Mal. Okay, war also alles nach Plan. Bringen wir mal unsere neu erworbene Eule gleich zurück. Was heißt zurück? Bringen sie an den Ort ihrer Bestimmung. Mir irgendwie nicht so aufgefallen, dass das zwei waren. Hatten wir da drinnen eine? Wir hatten da drinnen eine gefunden und haben die aber nicht zurückgebracht. Sind dann hier durch, weil das Tor aufgegangen ist und ich neugierig geworden war. Ja, cool. Dann fehlen uns ja jetzt nur noch zwei. Ist nur noch, ja. Also da sind wir rein. Genau, da sind wir reingeklettert, haben dann da hinten
sind wir rausgekommen aus der Bunkeranlage. Das heißt, wir haben diesen Weg und diesen Weg noch offen. Ja. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei meiner, ich bleibe am Rand-Taktik. Okay, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich dachte gerade, Luke, hier bin ich doch hergekommen. Das System kennen wir schon. Also eine Eule, die das Drehrad blockiert. Ja, okay. Dann wird uns das aber wahrscheinlich sagen sollen, dass wir diesen Weg nehmen und dann wahrscheinlich irgendwie da hinten rum und dann da rauskommen. Macht Sinn. Da glitzert es drin. Ah ja, da ist eine Welle drin. Der ist von diesem Stein bedeckt. Okay, der Reifen ist da so aufgespießt. Das heißt, wenn wir den Reifen da runtergeschoben bekommen, würde der sich lösen und wahrscheinlich den Stein wegschlagen. Also so Schwung und dann, wie kriegen wir den bewegt? Kommen wir hier dran? Ach, hier ist ja ein Stumpf. Gar nicht gesehen. Jetzt rüberziehen? Ja, siehst du, das läuft doch. Okay. Eine Zeichnung gibt es auch noch. Ich gucke mir erstmal die Zeichnung an, weil die Eule spendet auch so ein bisschen Licht. Nicht so ganz ersichtlich, wo oben und unten ist. Na, ich würde eher sagen, dass das Blaue unten ist. Das Rote könnte irgendwie ein Männchen sein oder eine Handtasche. Wir nehmen es erstmal mit und schnappen uns auch die Eule. Ich habe Mutti gehört. Das Problem ist mein Ursprungsplan, dass es hier weitergehen sollte und wir dann auf der Rückseite dieses Teufelsrad wieder rauszukommen. Das hat nicht so ganz geklappt. Vielleicht hat sich ja jetzt was verändert. Oder ich habe gerade einfach versäumt, dass es dort irgendwo lang geht. Können wir hier nämlich raufklettern, ha? Ja, siehst du. Okay. So, da ist noch eine Zeichnung. Gehen wir mal kurz auf den Boden. So ein bisschen aus der Nähe angucken. So, aha. Sieht so ein bisschen aus wie eine Schaukel. Kind auf der Schaukel. Was machen diese ganzen Vieren hier?
Könnte natürlich ein Übersetzungsding sein, also vier. Englisch. Vier. Naja, egal. In meinem Kopf war das lustiger. Hm. Nehmen wir mit. Ich hoffe ja immer noch, dass wir mal an so eine Galerie kommen oder so. Ja, warte, ich will noch nicht wegfahren. Hier noch mal umsehen. Hier ist einfach nichts. Na gut, dann brauchen wir uns auch nicht weiter umsehen. Okay. Runter hier? Ja. So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was ist es und wo ist es? Ich habe mich jetzt einfach mal so instinktiv ins hohe Gras fallen lassen. Ich weiß gar nicht, ob mich das hier schützt. Jetzt haben wir alle Eulen beieinander und können uns auf diesen Turm begeben. Ja genau, von hier sind wir gekommen, da sind wir runtergerutscht. Ich mache nochmal kurz ein bisschen Licht und Sandkasten. Na, ich glaube, da hinten werden wir ja wohl alles haben. Da sind wir jetzt eigentlich ausführlich längs gegangen. Die verschlossene Tür haben wir auch entriegeln können. Ja, bestens, würde ich sagen. Dann begeben wir uns jetzt mal auf den Weg nach oben, auf diesen Turm. Über die Hängebrücke hin zur jetzt nicht mehr ganz so gut sichtbaren Erinnerungsabteilung. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Ciao.